herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Reise von Aalborg nach, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Katowice. Katowice. Katowice nach Polen. Dann werde ich mir wohl nie merken können. So, wir haben unsere Bockwurst und den Kaffee genossen, haben uns kurz abgesprochen, was die weitere Tourenplanung angeht. Und ab geht's. Jo, dann los. Jo, servus. Hettan fährt diesmal vor. Du hast den Vortritt. Ja, geht los. Hier Lichtchen anmachen. Ich werde wieder die Idee. Mitte bilden. So, dann soll ich die Leuchten hinten anmachen. Ja, genau. Die wollte ich auch noch. Ah, gucken wir mal, ob da noch einer kommt. Alles frei. So. Bisher sind wir auch ganz schadenfrei unterwegs gewesen. Das stimmt. So, also hätte ich jetzt so nicht zwingend erwartet, aber Gott sei Dank. Aber noch haben wir ja auch 560 Kilometer vor der Räder. Bloß eine Stadterkundung. Genau. Ja, da kann noch einiges passieren. Das ist allerdings nicht ausgeschlossen. Also wir hoffen das Beste. Wir hoffen das Beste. Aber so extrem viel wert war die Fracht ja, glaube ich, auch nicht, ne? Dafür, dass es eigentlich auch so ein teures Maschinchen ist. Was waren es denn? 40.000 oder so? 45? Ah, ne, hier. Ja, so in dem Dreh. 39.936. Also ich krieg Oh, noch. fahrt mal rechts, da kommt einer von vorne auf der falschen Seite. Oh. 49 krieg ich, aber gut, weil wir du deine Punkte bestimmt anders verteilt hast wie wir. Ah, okay. Ja, Geisterfahrer auf der Autobahn. Das erste Mal. Hätte ein böses Ende nehmen können. Ja. Kaputte LKW zum Beispiel. Kaputten LKW, keine EP-Punkte, kein Geld. Aber sowas ist doch, weiß ich nicht, pure Langeweile, oder? Auf der falschen Spur und Feuer. Ja. Oder er ist Engländer, wobei da würde ich mir eigentlich Sorgen machen, wenn alle anderen auf der anderen Seite fahren. Wo ist denn hier ein Drüben war das Geisterfahrer? erste Auto. Einer, ganz viele, kommen alle entgegen. Da vorne Oh, steht auch fährt einer. los, ohne zu blinken. Ich bin gerade so schön in der Zweieransicht. Doch, was Nicht hier mehr rechts links, kommt, oder das ist ein wer? LKW. Ja, ich sehe ihn. Ich glaube, da gehe ich mal lieber wieder ins Cockpit. Müssen wir rechts ab? Ja. Ja, das lässt mich aber nicht rein, der Typ. Das ist auch wieder eine 40er. Bin weit genug weg. Ja, geradeaus. Was für ein Glück. Gott sei Dank. Auch wieder einer, der seinen Führerschein wahrscheinlich aus der Cornflakes-Packung hat. Und 4:47 Uhr. Mal zusehen, dass wir nach Polen kommen. Dürfen in Deutschland nur noch bis 6 fahren. Warum? Wir haben Dienstag. Ja, ist Aber richtig, wir haben aber schwer das. Schwertransporte dürfen nur bis 6 Uhr morgens fahren. Na dann. Aber jetzt ist Berlin schon, ist die Grenze nicht mehr weit. Jetzt Richtung Dresden, glaube ich, ne? Kann ich dir gleich sagen. Uiuiui. Habe ich mal einmal nicht nach oben geguckt, sondern auf die Tastatur, fahre ich gleich Da, Schlangenlinie. Dresden, Posen. Poznan. Poznan? Hast du das Poznan ausgesprochen? Nein. Vermutlich. Gut, über Poznan fahren wir nicht, wir fahren ja Aber wir die einen biegen vorher später. ab. Ja.
Das haben wir beim letzten Mal ja aufgedeckt. Also Strecke kennen wir quasi. Nur von der anderen Seite. Ja. Ah, Posen. Posen ist Potsdam. Aber diesen, den polnischen Bereich haben wir auch noch nicht allzu viel aufgedeckt, ne? Auf der Karte. Nee, deswegen. Ah, schöne Weitsicht. Und Tunnel. Tunnel. Ja, ein Blitzer. Dann fahre ich lieber mal wieder im Cockpit. Ich glaube, im Tunnel springt die sogar automatisch rein. Ne, hängst du da nicht an der Decke irgendwie? Probier's aus. Wie viel ist denn der Blitzer? Da ist kein Blitzer. Nee, war keiner. Du bist meistens davon aus, dass vor dem Tunnel einer ist. Beziehungsweise im Tunnel. Irgendwie muss ja dein Geld loswerden. Eine Stunde noch bis zur Grenze. Ja, 6 Stunden Fahrzeit, das sollte auf jeden Fall funktionieren mit unserer Ankunftszeit. Also es war. Wir pausieren müssen. Ja, das läuft. So früh am Morgen ist die Autobahn auch schön leer. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen interessant werden könnte, wäre das Entdecken von Warschau. Und das Gute ist, wir können in Warschau eine richtig schöne Runde machen. Also müssen da irgendwie nicht drehen oder so. Das ist ein praktisches Stadtbild. Ja. Was mir in Aalborg noch gefallen hat, war so ein bisschen auch die Aufteilung. So ein bisschen größer. Ja, wir haben gestern Abend noch einen kleinen Abstecher nach Bergen umgemacht. War auch echt schön gemacht da. Da war ein richtiges Industriegebiet, Wohngebiet. Also es war schon cool. Wer denn da? Aufpassen, hier steht mitten auf der Straße einer. So zwischen den Autobahnen, Fahrbahnen. Der parkt. Na, jetzt sind sie weg. So fies, wenn du da langfährst gerade und die joinen, ey. Dich. Ja, da wäre so eine gewisse, sagen wir mal 30 Sekunden oder so. Wäre es sinnvoll, wenn 30 Sekunden lang die als No Collision gelten würden. Als wenn man Unbeteiligter da keinen Nachteil draus ziehst, wenn da vor dir einer aufploppt. Blitzer, aber kann dabei 85 bleiben. Alles im Grün. Ich hab euch gar nicht mehr auf meinem Navi. Wo seid ihr denn? Ich bin beide. So 3,5 LKW lang hinter dir. Ah, diese eine halbe Länge. Wird den Ausschlag geben. Genau. Wenn es drauf ankommt. Und hinter uns geht die Sonne auf. Eigentlich muss doch die Sonne im Osten aufgehen. Ja, stimmt. Oder vorne geht's runter, ja? Leipzig. Achtung, von hinten kommt einer. Wir müssen in der Mitte. Ja, der ist auch auf der Mitte. Die Auffahrt ist auch eine sehr langsame. Achtung, der kommt zu dir, nimm. Hab ihn schon gesehen. Ah, da passt ja auf, haben wir gar nicht ins Auto rein. Wo holt der oder was?
Nein, er hat gerade noch abgebremst. Ich dachte, er rauscht dir voll hinten drauf. Oh, ich hab mir auch verdammt schnell näher kommen sehen. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Noch da. Oh, Sonne steht tief. Wird zweispurig. Also, zu dir kommt er auch gleich noch, überholt dich. Sehen. Hupenderweise laut seinem Symbol. Oh, er ist ja war schnell, aber vernünftig gefahren. Ja. Sah ganz gut aus. Abgesehen von der Geschwindigkeit. Und er steht wahrscheinlich ziemlich unter Zeitdruck. Ich muss mal gerade ein bisschen aufholen, ihr seid so weit weg. Ah, Scania Power, ne? Ja. Headhunter sehe ich gerade gar nicht mehr. Ah, ich habe meinen Stealth-Modus an. Jetzt bist du wieder da. Ah, ich habe ihn eben ausgemacht. Er fährt den neuen Stealth Scania. B-Modell, ne? Ja. E steht für Tarnung. Was denn hier für ein Städtchen zu unserer Rechten? Ein Riesen. Sehr viel Platte. Dresden soll das sein? Ja. Meinst du? Das steht zumindest auf der Minimap. Ja, stimmt. Heute habe ich nicht rausgezoomt. Oh, noch 278 Kilometer bis zum Ziel. Yep. Ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit. Ja, ich denke. Ja, das passt. Aber wir wollen Warschau ja noch angucken. Na gut, da habe ich ja den Wegpunkt da quasi gleich mitgesetzt, aber ihr ja auch. Mhm. Also ist das ja schon in der Zeit an sich mit drin. Ja, stimmt. Ja. Also gehe ich jetzt zumindest davon aus, dass es so ist. Ja, klar. Ja, sollte. Wir haben auch recht wenig Sprit verbraucht, ne? Wir haben in der Aalborg ja nochmal voll getankt. Von der Tanke kommt einer runter. Oh, er bleibt noch stehen. Na, ich fahr mal rüber. Vielleicht wartet er, dass er Platz kriegt. So, jetzt sind wir am Polen. Ach, das ist der uns gerade überholt hatte. Der hatte nämlich hier so Trockenbauwände. So, Grenzübertritt, 13 Minuten vor Deadline. Na, ist doch gut. Alles nach Plan. Oh, 70. Haben die Disponenten wieder gut geplant hier? 90? Oder was hatte ich dann mit 70? Bei mir ist 80. Laut Navi. Ja, bei mir auch. Kurze Zeit war 70, direkt nach der Tanke. Nach der Grenze. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Mal gut, dass kein Blitzer da war. Habe ich nicht gemerkt. Nee, war alles im Grünen. Also ich sag mal, ihr seid geweiht, weil wenn es bei mir blitzt, dann fluche ich auch immer. Von daher. Das mache ich auch immer, nur ich warte mal erst, bis du auch durchgefahren bist. Naja. Weit flucht sich's einfach besser. Achtung, der von hinten kommt wieder. Aber wenn der wieder so vernünftig fährt. Ab. Du
bist ein bisschen weiter weg, kann das sein, weil ich sehe weder dich noch den anderen. Ja, wir sind jetzt, der ist jetzt auf gleicher Höhe wie ich. Aber ich sehe euch beide jetzt wieder. Ein schönes Rechtsfahrgebot, an das es sich daher. Ironisch gemeint jetzt, oder? Nein, oh, da kommt, nein, er fährt da immer schön rechts rüber. Ah, ich sehe. Hält sich ich auch bin der Meinung, es wird einspurig. Ja, hoffentlich ist der dann vorher noch weg, sonst... Ah, ich bremse schon. ...macht dann Harakiri Manöver. Er muss runter anscheinend. Oder da eingeblieben, ne? Er hat reingeblinkt. Aber es wird auch nicht einspurig. Oh, jetzt bin ich mal wieder eine ganze Weile mit der Zweiersicht gefahren. Habe ich früher immer gemacht. Wenn ich auf der Autobahn war, immer die Zweiersicht. Und Landstraße und so im Cockpit. War eigentlich permanent im Cockpit. Ich auch. Also ein bisschen Abwechslung für die Zuschauer. Dafür habe ich die TV-Ansicht, wenn ich aufnehmen würde. Die habe ich auch mal nicht. So wie jetzt die gerade, die bietet sich dafür an. Würde das bei mir ein Actionfilm werden, weil ich dann nämlich wahrscheinlich wie Wahnsinniger hinterher wackeln würde. Bin du da vorne gerade? Boah, ganz das leicht. Du fährst auch schon halt auf dem Standstreifen. Das ist die Action-Cam-Sicht. Die ist genial. Das ist die 8 oder was? Ja. Und vor allem, wenn es halt so geradeaus geht. Vorne ist sowas wie eine Baustelle. Oh ja, die arbeiten hier. Direkt ein Blitzer davor. So, jetzt geht's runter nach Warschau. Noch 100 Meter bis zur Abfahrt. Dann blinke ich mal. Ich fahre auch ein bisschen langsamer, ne? Die Kurve hier mit 80? Nee. Wenn du magst, kaputte Fracht, ein kaputtes Auto. Nein, 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 heute nicht, heute nicht, heute nicht. Dein Anhänger darf übrigens bloß 70 fahren, fällt mir gerade auf. Habe ich nicht gesehen. Das ist ein Altaufkleber. Wir haben eine Sondergenehmigung, hallo? Das eine Schild, das hängt aber ziemlich weit auf der Straße hinaus. War gerade gut knapp mit der Gondel. Ziemlich kaputt, Mensch. Aber wir sind ja gut versichert. Ich habe meine Fracht mit deinem Laster versichert, ist kein Problem. Die Sonne blendet. Baustelle und 50. Warschau. Was haben wir hier? Oh, ein Volvo-Händler. Ja, schön. Immer wieder toll. Hättest du sogar deine Achse ausbauen können, auf eine Achse hinten. Nee, ich habe ja extra zwei Achsen. Vier Antriebe. Oh, unsere Ampel ist rot. Ja, weil ich mir gedacht, weil meine war gelb. Also ich konnte nicht mehr bremsen. Vier antreibende Achsen sind besser wie zwei.
die nächste Ampel ist rot. Ich bin nochmal 0,6 im Durchschnitt nach unten gegangen. Ich weiß gar nicht, wie mein Spritverbrauch ist. 39,4. Auf 100. Dann brauche ich noch 1,8. Dann habe ich dich. Jetzt komme ich. Ich habe 39,1. Dann brauche ich natürlich noch 2,1, um euch zu. Aber jedes Mal, wenn ich anfahre, denke ich, das geht gar nicht. 500 Liter, 187 oder so. Ja, wo bleibt er denn? Wir fahren strikt 50. Die Ampel ist auch schon wieder rot. Ja. Oh, hier laufen aber nette junge Damen rum. Polska Kostek. Oh, da kommt einer. Schon eure Auflieger. Oh, jetzt war ich gerade. Da kam einer. Den hat wohl nicht interessiert, dass da rot ist, oder? Ich hab zwar grün, aber ich warte hier einfach mal auf euch. Oder kannst fahren. Gerade orange geworden, aber ich habe es geschafft ohne Strafe. Deine Ehrenrunde durch Warschau und dann. Wollen wir gleich die nächste wieder rechts oder die zweite rechts fahren? Egal, sonst buchst du dir aus. Gleich wieder rechts. Oh, rot. Ah, sieht gut aus, wie wir hier so stehen. Ja, hinter mir ist auch noch einer. Ein Euro-Truck. Von der Lackierung her. Auch ein Scania. Schon wieder die Blonde vorbei. Junge, fahren wir bloß nicht in die Kiste hier. Ah, wir sind schon wieder auf dem Weg raus. Schnell weg hier. Ampel ist rot. Grün. Halt dich hier an die Verkehrsregel, Kollege. Oh. Sehr schön. Nächste Ampel ist auch wieder rot. Danke. Krieg dafür eine Tröte. Schnell um die Phase hier. Müssen wir auf die linke? Ja, ist frei.
Was war bisher mal ein ziemlich angenehmer Aufenthalt in deiner Stadt? Ah, jetzt kommt die Landstraße. Jetzt. Ja, aber bisher haben sich alle gleich an den Verkehrsregeln gehalten, ne? Oder wo will der hin? Der blinkt auch. Oh, ich schaff's nicht mehr. Schaffst du nicht mehr? Nein. Wir fahren ein bisschen langsamer. Ah, der andere ist einfach noch hinter euch rübergefahren. Gut, muss er uns überholen. Ganz schön was los hinter mir. Macht er auch schon. Hier ist Highlight. Ja. Schön mit. Was fahre ich denn 30 hier? Und vorne kommt ja eh die Autobahn. Auto kommt von hinten. An Stefka. Kommst du auch? Ich komme auch. Gut. Nicht, dass das Auto bei euch da mal andockt. Das werden wir gleich sehen. So, machen wir jetzt auch links abbiegen. Ah, Auto sehe ich schon mal. Soll ich schon mal blinken, oder? Ja, ich komme. Bin jetzt auch raus aus dem Städtchen. Ah, da bist du ja schon. Ja. Da kommt, glaube ich, bloß einer runter, oder? Nee. Wenn du auf der Autobahn bist, sag mal Bescheid. Na, ich fahr gerade hoch. Können wir ja schon mal. Naja, ihr könnt. Die schleunigen. Da müssen wir gleich abbremsen, kommt eine Mautstelle. Dann können wir auch mit 70 weiterfahren. So. Und Blitzer kommt auch noch. Auch 70. Ich glaube, der ist auf 50 gepolt da hinten irgendwo. Das war doch direkt vor der Maut irgendwie, ne? Ah, oh, jetzt ist 70 runtergedrosselt. In der 70er-Zone steht er. Und dann kommt 50. 40 sogar. Und hier auch irgendwo vorbeifahren? Nee, ne? Versuch, guck grad. Ah, noch ganz rechts. Sieht so aus. Ja, muss man nicht zahlen. Nee, geht nicht. Muss zurück. Mach euch beide Spuren frei. Was bist du da? Komm. Naja, bin da. Was? Schade, doch kein Terminal hier. Warte, ich fahr vorbei. Na gut, oben ist auch das Rote Kreuz, ich seh's auch gerade. Hatte ich nicht gesehen. Hier habe ich auch gerade eben das gesehen. Mache ich mal kurz eine Pinkelpause, ja? So, hier. Bis ihr alle durch seid. Ich stehe hinter dir. So, ich glaube, Herr Tanta ist auch durch. Ja, geht los. Gut. Fährst du vor? Jo, gar nicht. Den kümmert mal. So, haben wir es doch geschafft. So, letzten 120 Kilometer. Endspurt. Aber wir sind doch, glaube ich, viel zu früh. Warten tun sie uns. Geht nass. Mittwoch erst und wir sind gerade mal Dienstag.
aber vor dem Firmengelände nächtigen müssen. Ach, ich denke, die freuen sich, wenn wir einen Tag eher da sind. Vielleicht einen schönen Bonus. Feuchten Händedruck und ein Danke. Aber dafür ist ja unsere Spedition noch bekannt. Für feuchte Händedrücke oder? Nee, dass wir super pünktlich da sind oder die Fracht kaputt ankommt. Eins von beiden. Ja. Da vorne ist ein Gastransporter oder Öltransporter. Ich hoffe mal, der beschleunigt schnell genug, dass er weg ist. Ich glaube, der fährt auch relativ langsam. Ja, ein bisschen arg langsam. Ich überlege mir gerade schon. Bergauf, ne? Boah, ich ziehe trotzdem mit 84 hoch. Vielleicht ist es so ein kleiner Iveco oder so. Ja, Anfängermaschine vielleicht noch. Ja. Ja. Der ist wirklich sehr langsam. Ich bremse mal ab. Den überholen doch. Ja. Mal ein schönes Erfolgserlebnis, wenn man mit 85 bzw. beim Überholen auf 90. Der gibt bestimmt gleich Gas. Er gibt Warnblinker, also passt er wohl auf. Nee, du ziehst jetzt, der zieht jetzt rüber, ne, dann rast dich aus. Kurz vorm Ziel. Oh, 66 Kilometer haben wir noch. Ich sehe vor mir einen Elefantenrennen. Naja, ich bin eigentlich vorbei. Hätte jetzt noch recht auf den Standstreifen. Okay, ich bin vorbei. Ob ich es auch riskiere? Er war am Ende ein bisschen wackelig, nachdem ich ihn angehuckt habe, hat er aufgepasst. Du hast zu böse geguckt, hat er Angst gekriegt. Na, die Frage ist, wie lange müssen wir noch auf der Autobahn bleiben? Hier ist irgendwas, Baustelle. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder? Nö, frei. 80. Und den. Nimm ist auch vorbei. Ja. Danach wird 70 und Maut. Ein Blitzer habe ich. Ah, hier, gesehen. Er schreibt gerade, dass bei ihm leckt. So, dann wäre ich mal auf die linke Spur. Er ist eben Maut jetzt, aber brauchst wahrscheinlich die Linie vorbeifahren. Ja, nee, aber bei ihm liegt es, er bleibt öfters mal stehen. Hat er gesagt, oder was? Ist gerade passiert. Und dann hat er geschrieben, ein Leggy. Ja, kannst weiterfahren, Varuna. Kannst weiterfahren. Ja, Set Hunter da. Da. Ja. Dann fahre ich halt wieder raus. Ostravo. Katowice, noch 30 Kilometer. Katowice ist Krakau, oder? Keine Ahnung, ehrlich kann gesagt. Kann das sein? Dann Krakau, ja. Oh, wir müssen links. Wenn wir schon in Krakau sind, können wir auch einen schönen Krakauer essen, wa? Das klingt nach einem Plan. Aber wir reden hier andauernd irgendwie nur vom Essen. Ja, ich kriege auch Hunger gerade. Ja, nach der Tour haben wir das auch verdient. Na. Toi, toi, toi. Auf Holz geklopft und dann ohne Schaden angekommen. Doch, sind 16 Kilometer. 13 bei mir. Na gut, ich bin ja einen Ticken hinter dir.
Ich habe schon 6 Kilometer vor dem Ziel eine Fracht kaputt gefahren bekommen. Wir fahren rechts ab. Ist alles frei soweit. Kein weiterer Verkehr. Das letzte Stück hat sich doch noch. Ja, Katowice. Achso, ne, Katowice steht da. Das letzte Stück hat sich doch noch ein bisschen gezogen. Die Mautstellen halt noch haben ein bisschen an Zeit gekostet. Katowice. Genau hier. Eine rote Ampel. Oder geht's nach Lodz? Komplon wird grün. Lala, kurz vorm Ziel steht eine Ampel. Geht los? Jo. Prima. Na, mal gucken, was da für ein enger Hof ist da, wa? Der wird ziemlich klein aus, also so auf dem Bild von hier. Ja, wo fahren wir denn überhaupt hin? Postbeat, ja, müssen wir hinten reinfahren. Grün. Ja, wird rot. Puh. Ist noch jemand drüber gekommen? Nee. Kannst ja schon mal abparken. Na, ich sattel ab. Ist auch nichts los hier. Ja, schön. Nebendran ist gleich die Werkstatt. Da müssen wir bis jetzt ja nicht hin, Gott sei Dank. Nee. Hey. Alles heile. 2% Reifenabnutzung, aber ist ja okay. Los. Und gleich kommt ein Scout und bam bam. Ab ist grün. Dann setzen wir mal zurück. So, hier vorne ist unsere Einfahrt. Und perfekt eingeparkt. Ja, Errungenschaft freigeschalten. Ein Auftrag ist nur etwas, wenn er gut erledigt ist. Ich bin Level 21. Ne, Level 20. Glückwunsch. Fahr mal einen Ticken zur Seite da vorne. Ja, Moment. Ich musste noch. Ich gehe jetzt mal auf Fernfahren, dass ich da mehr geskillt krieg. Speichern. So. Frei für euch. Aufgabe ist direkt über meine Windturbine zu parken. Ja, bei uns ist er weggespawnt, ne? Ah, ich sehe sie noch. So, absatteln. Stellend, nur wieso zufriedenstellend? Nur zufriedenstellend? So hat meine Fracht 4,6% Schaden. Ich bin doch nirgendwo gegengeditscht. Das Spiel trollt mich.
Also, ich kann mal hier meine Warnleuchten schon ausmachen. Den Motor mache ich auch mal aus. Licht auch. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wurde getrollt vom Spiel. Ich muss sagen, es gefällt mir, dass wir alle drei das gleiche Design haben. Ich weiß, ihr wollt natürlich dieses andere DLC haben. Also ich bin damit so an sich zufrieden. Ja. Bin bloß froh, dass du nicht auf Neongrün bestanden hast. Ja, ich meine, muss Kompromisse eingehen können. Ich mag diese extrem grellen Farben, finde ich nicht so geil. Krieg ich schon Herpes, wenn ich andere LKWs sehe, die an jeder Achse andere Farben dran haben. So, ich hatte auch keinen Schaden. Ja, gut, haben wir die Fracht ja sicher und einigermaßen heile in meinem Fall hingebracht, wobei ich immer noch nicht weiß, wo ich da irgendwie Schaden an der Fracht verursacht habe. Ich meines Wissens nach nirgendwo gegengeditscht bin. Aber naja, okay, so ist es halt, muss ich mit leben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wenn ihr wollt, sehen wir uns auf der nächsten Tour. Bis denn, bye bye. Tschüss. Ebenso. Bis zum nächsten Mal. Ciao.